to pick. So, willkommen zurück in der Dota 2 Asian Championship 2015. Evil Geniuses versus Navi. Oder Natus Winkere, aber den Namen nutzt ja eh niemand. 1:0 bisher für Navi. Und ja, das sieht schon schlecht aus, denn Navi hat ein X. Oh, oh. Okay, wir haben tatsächlich einen Beastmaster-Bann von EG. Also EG haben Angst vom Funny Beastmaster. Dazu Shadowfiend-Bann, ist ganz gut. Also sowohl so Mail als auch Dandy spielen ihn, von daher ist ein okay Bann. Dann haben wir Batrider und Storm gebannt von Navi immer noch. Der Respect-Bann an Sumail für den Storm-Spirit und Batrider als, soweit ich das in der im Stats-Ding von Gorgon gesehen habe, der meistgebannte Hero in diesem Tournament. Was haben wir? Bans Tag 61, Tag 2 70, Tag 3 78 und Tag 4 73% Bannrate für Batrider. Von daher meistens gegen chinesische Teams, aber auch EG, Universe Batrider, auch so eine Sache. Navi, oh shit, ja, Navi gehen mit dem, was sie können, Aix und Rubik, das sind so eine der Helden, für die sowohl Russian Dota bekannt ist, als auch halt Navi mit dem Rubik. Vansko Rubik hat schon das vorletzte Game gegen EG das Problem gegeben, war sehr stark und halt auch Aix waren da, von daher Navi spielen gerade das ähnlich das Lineup, was sie in der Gruppenphase gegen EG gespielt haben. Müssen wir mal nachgucken, genau wie das war. Aber vielleicht sehen wir hier einen Return. Und mal schauen, ob EG dagegen halten kann. Wir hatten im ersten Game hatten wir Aix, Rubik genauso gestartet. Danach Jugger, Quob und Dazzle. Jugger ist noch nicht draußen, Quob ist noch nicht draußen. Von daher Troll aber jetzt an EG. Und mit Troll-Chen durchaus halt auch stärkere Sachen auf dem Board als letztes Game. Wobei Chen tatsächlich First Pick auch im letzten Game war. Also bis auf den Troll jetzt hier exakt das Mirror Match von der Gruppenphase. Aber mit dem Troll ein bisschen was anderes. Mal schauen, ob Navi hier wieder mit dem Juggernaut gehen wollen. Halt auch besonders mit Aix zusammen eigentlich eine ziemlich gute Sache. Trotzdem erstmal ein Earthshaker-Bann. EG hat anscheinend Angst vor dem Dandy-Shaker. Dandy-Core-Shaker. Kann durchaus sein. Ach ja, genau. Und der allseits bekannte 24 Stunden Reconnect um 11.42 Uhr für mich auch. Mal schauen, ob ich dann gleich noch drin bin oder ob ich jetzt mal rausgehen muss. Aber anscheinend läuft das Spiel noch. Okay. So. Aber bin ich ja wieder im Chat. Und irgendwas verpasst? Nein. Gut. Tja, der nächste Bann von EG würde mich. Also ich, entweder wird das ein Quob-Bann sein oder ein Jugger-Bann sein. Wahrscheinlich. Einfach weil sie halt im letzten Game es mitbekommen haben. Anders sind eine AA tatsächlich, ja. AA ist eigentlich halt auch so ein Hero, den man gegen Chen spielen kann, muss. In welchem Game war das? Zumindest Secret gegen EG war das Game, glaube ich, da. Wo AA so stark war. Sie hatten. Nee, wo AA gebraucht würde, sagen wir es mal so. Secret hatten einen Chen. Und EG sind halt reingegangen, haben halt direkt irgendwie Coil und all ihren Burst damit ausgeladen. Chen macht ja noch Ground Mecha, alle stehen wieder und Secret hört das Ding. Das ist halt so die Gefahr, die jetzt halt für Navi besteht. Denn Chen kann doch halt auch den Troll am Leben halten und so eine Initiation von Navi halt sehr schnell aufhalten, wenn Navi halt nicht direkt den Chen gebürstet bekommen. Und ja, Aix ist da doch schon ein gutes Ziel dafür. Außerdem mit Rubik, Hand of God Steel, kann man das Ganze zumindest wieder umturnen und rein theoretisch den Damage auch wieder umdrehen. Denn, ja, wenn beide Seiten sich healen, ist halt technisch nichts passiert, wenn Navi davor die Initiation hatten. Vielleicht ist es dann quasi wieder even in Sachen Zahlen. Okay, Navi, letzter Bann für EG. EG hatten im letzten Game, wie gesagt, auf das ich das öfters reduzieren wollte, referenzieren wollte, Necrophos gespielt, Clockwork Necrophos. Daher kommt hier der Clockwork-Bann. Na gut. Universe Clockwork kommt raus. Diesmal kein Nick raus. Und der Juggernaut. Natürlich für Navi. Navis Lineup bisher perfekt, genau 1:1. So wie in der Gruppenphase gegen EG. Okay. Da haben wir schon mal eine Ansage. So, okay. Wir haben es damals geschafft. Wir schaffen es jetzt. Ab dafür. Haben auch jetzt stärkere Lanes als vorher. Mit Aix und Jugger. Die kommen doch schon ein bisschen besser klar, glaube ich. Bin mal gespannt, was das für ein Troll wird.
Könnte ein Safe-Lane-Troll werden, könnte aber auch in der Mitte zum Male-Troll werden. Meistens ist ja bisher lange eigentlich Troll auf der Safe-Lane sich langsam eingelebt. Am Anfang wurde noch sehr oft auf der Mitte gespielt, einfach nur weil der Ulti halt sehr gut buffen konnte. Aber muss man hier sehen, was halt die Wahl des Ganzen ist. Nächste Wahl werden demnächst bestimmt Dinge sein. EG. Es könnte durchaus der Necro sein, einfach weil AE draußen ist. Haben sie eine gute Heal-Strat? Die hat im letzten Game, letztes Mal nicht so funktioniert. Aber könnten sie halt nochmal versuchen. Diesmal halt sind sie schlauer als letztes Game wahrscheinlich. Also das vorletztes Game. Und haben immerhin den Troll mit ein bisschen was anderem als Held. Ja. Mal gespannt, ob sie hier wieder den Necro picken oder was anderes. Disruptor war auch außerdem im letzten Game drin. Wäre eine Möglichkeit, aber da nicht so ganz gut funktioniert. Wegen Jugger und Axe ist es halt auch die Frage, ob der Disruptor halt wirklich so viel bringt. Und Phoenix ausgepackt für EG. Sagen sich also, okay, wir haben nicht so viele BKB-Helden. Jugger und Axe machen mir in einem Ei eigentlich nichts, wenn die Firespills drauf sind. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das geht, ob das so funktioniert. Aber haben wir jetzt immerhin ein starkes Timing-Lineup. Wenn Chen sich entscheiden würde, okay, wir machen irgendwie einen Ancient-Push. Wir haben einen Troll und einen Phoenix, das ist halt so die Hochzeit des Ganzen. Wenn Phoenix Level 16 ist oder so, Level 14, 15, so um die Uhrzeit sollte das Lineup von EG bisher am stärksten sein. Klar, Chen kann auch noch viele andere Dinge machen. Ich sage jetzt auch nicht, dass dieser Ancient-Push quasi gut wäre, aber es wäre zumindest das Timing, mit was man halt als Team ansteuern könnte, wenn sie hier alles zusammen auf eine Karte legen wollten. Bei Navi, ja, ist die Quap, ja, ist die Quap, okay. Exakt gleiches Lineup wie letztes Mal. Goblex sagt sich, hey, wenn es funktioniert hat, funktioniert's. Mal gespannt, ob hier der Dazzle noch reinkommt, aber ich bin mir zu 99,5% sicher, dass der Dazzle jetzt von EG gebannt wird. Ist auch meine Aussage. Einfach nur because. Definitiv. Ancient Apparition war der letzte Bann sonst aus dem Spiel. Und ja. Naja, es wird ein Dazzle gebannt von EG auf jeden Fall. EG könnte jetzt hier mit dem Necrophos gehen, aber erstmal im Tree. Oh. Wir sehen mal wieder ein Tree. Sehr starke Healing Strat tatsächlich von EG. Und na, wir haben den First Pick, müssen also den Dazzle nicht bannen, wenn sie ihn hier picken wollen. Allerdings wäre das halt auch böse zusammen mit EG. Andererseits nur den Troll als Damage vielleicht ein bisschen wenig. Besonders mit dem Omnislash ist es dann doch schwierig, den so weit durchzuheilen, dass der halt überlebt wird. Brewmaster war, okay. Brewmaster ist auch eine gute Sache. Hat auch ein bisschen tankiger. Ein bisschen Nahkampf. Es hat auch ein sehr nahkampforientiertes Lineup gerade, außer Phoenix und Quap. Aber gut. Letzte Bann von EG. Wie gesagt, 99,8%, 99,5% ein Dazzle. Und der letzte Pick von Navi ist zu 100% ein Dazzle, wenn nicht kommt. Crystal Maiden Bann. Oh, okay. So viel zu 99,5. Wie sieht es bei 99,8% aus für Dazzle? Na komm, Blau Black. Enttäusch mich nicht. Steht viel um Sicht. Die einzige analytische Fähigkeit, die ich habe, ist Picks vorherzusagen anhand von Spielen, die genau so gelaufen ist. Komm schon. Correlation und Causalization. Das muss jetzt ein Dazzle werden. Please. Give. Ja, wahrscheinlich warten sie bis 0-1. Na gut. Oder? Dazzle? Komm schon. Komm schon. 3, 2, 1, Dazzle. Oh, Warlock! What? Okay, technically ist es auch ein Heal. Aber okay. Kein Dazzle! Was kann ich eigentlich? Mann. Warlock. Passt irgendwie nicht so wirklich da rein, okay. Aber
Gefällt. EG mit dem Tree. Tja, picken Sie das. Na, Disruptor ist jetzt schon raus. Mitte. Tinker. Tinker für Sumail. Okay. Tinker. Ja, gut. Kommt halt auf die Quop an. Es liegt an Dandy, den Tinker zu catchen. Gerade. Und. Support Warlock, okay. Das heißt, prinzipiell spielt Navi jetzt das Lineup von Cloud9 bzw. EG vorher mit dem Support Warlock. Mal schauen, ob er sie, als wen er sich jetzt vor dem Bild genommen hatte. Wenn er sich Aoi jetzt vor Bild genommen hat, wird er jetzt hier das in Slowmaxen. Und ansonsten wahrscheinlich mit Fatal Bonds ein bisschen was machen. Könnten aber durchaus aggressive gehen mit Fatal Bonds, wäre das. Vielleicht sogar Viable. Okay. Könnte sein. Tinker ist mittlerweile Tonka. So. Tonka Tonks. Das wage ich zu bezweifeln. Aber hey. Nun gut. Navi mit dem Warlock. Mal gespannt. Also wie immer. Wir haben Danny in der Mitte auf der Quop. Fnatic auf dem X auf der Offlane, wie es scheint, ohne Support. Rubik Venscore, der diesmal tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr seinen Signature Silencer gespielt hatte. Ja, der Signature Silencer, der so weit Silence gut war, dass er in seinem Interview halt irgendwie, das kann mich noch gut erinnern, hier, Join Dota, Interview mit Venscore und seinem Silencer und warum Silencer gut ist, Überschrift, A Moment of Silence for Venscore und jeder so, scheiße, Venscore ist gestorben. So, und dann so, ja, nee, Moment of Silence und, ja, es geht hier um den Silencer, so, seriously, Moment of Silence für Venscore, das ist 100% eine Traueranzeige, aber nein. Gut, Havost auf dem Juggernaut, zu guter Letzt, und zu guter Letzt Go Black hier auf dem Warlock. Auf der Seite von EG haben wir Universe auf der Offlane auf dem Phoenix, Aoi auf dem Chen, PPD auf dem Tree, in der Mitte Sumail auf dem Tonka, und 4 auf dem Troll. Mal schauen, ob der alte Mann mit den nächsten noch umgehen kann. Okay, genug, der alte Mann wird es mit 4 gemacht. Technisch ist er, glaube ich, nur. Was war das? War er jetzt 28 oder nicht? Manche Leute haben auch gesagt, er wäre nur 25, das kann ich nicht glauben. Ich glaube, er war 28. Gibt hier eine Rare, okay. Ja, bisher habe ich es geschafft, aber ich habe doch gar nicht auf den Chat geguckt. Ich kriege eine Rare, wenn ich. Tonka, immer Tonka nenne. Technically bin ich jetzt noch drin. Okay, mal schauen. Mitte-Line-Up, Dandy gegen Sumail. Sollte recht even sein. Hier unten wird auch PBD mit dem ersten Rotation schon gefunden. Wir haben tatsächlich einen Sentry hingestellt, um zu gucken, dass sie halt auf gar keinen Fall hier eine Ward haben. Beziehungsweise einfach, um zu gucken, wo die Ward ist. Und jetzt wissen sie ja zumindest, dass sie da oben ist. Ja, irgendwo wird die Ward schon sein. Die Sentry, die nächste Sentry Observer Ward hier gestellt. Um auch noch diesen Ward zu dewarden, okay. Beide Sentries werden hier benutzt und PBD geht hier sehr stark nach vorne, um den Sentry zu dewarden. Wird halt nicht so viel zu tun haben. Ja, Danny muss jetzt hier zurückziehen. Jetzt zu Shadow Strike. Aber, ja, kriegt ja einige Probleme halt auch mit PBD als fetten Tree, der ihm da zumindest einfach die Ward unterm Hintern weg dewardet. Tja. Venscore, Havost auf der Lane. Sehr schöne Lane gegen Phoenix. Geht es zwar, Phoenix ist auch noch ganz gut, aber immerhin. Okay, Dual Lanes. Go Black und Fnatic. Bereitet sich auf seinen Screen vor. Ich glaube, wir haben auch gar keine Lags gehabt hier, oder? Dieses Game geht wesentlich besser. Würde ich jetzt mal so sagen. Mal gleich mal gucken, aber bisher scheint es noch zu gehen. Allerdings ist ja bisher nur Right-Clicks, die um die Gegend fliegen. Rechtsklick Schaden. Von hinten kommt der schöne Chen Creep und da muss Van Dandy schnell wegjumpen. Bottle noch lange nicht unterwegs für Dandy, der mit 3 zu 4 doch ein bisschen weit hinten ist, glaube ich. Okay, 5 zu 4 für den Tonka. Puh, ganz knapp. Eigentlich, warum eigentlich? Komm. Resin egal mit dem Tinker. Bam. Anyway. Naja, Dandy kriegt hier einiges an Damage, kriegt jetzt noch einen Hadouken.
Ah. Na, musste jetzt nicht vor der Hadouken flüchten. Aber, ja, die Bottle wird noch einige Zeit dauern. Jetzt muss ich sich noch neue Tangos holen hier. Faneca hat aber auf der Top-Lane eine sehr schöne Zeit und auch Revorst auf der Bottom-Lane kann ganz gut farmen. Im Gegensatz zu den Cores von EG, die noch ein bisschen hinten zurückliegen. Vier kann sich immerhin die Creeper 4 genehmigen. Aber, oh ja, gut, okay. Imperlex haben wir. Creeper ist einfach so gestorben und dann kommen die Äxte raus. Na gut. Ja, Fnatic wird hier vielleicht einen Call of 4 rausbekommen, aber weiß nicht, ob er das will. Nicht wirklich. Ohne Creeps drum bringt das auch nicht so viel. Also im Punkt auf Battle Hunger, einfach um PBD ein bisschen rauszuhalten. Andererseits hat PBD auch nicht den schlechtesten Right-Click, genau, um sich was zu holen. Jetzt kommt hier der Call raus. Und immerhin ein paar Spins hier auf 4 rausbekommen. Auf jeden Fall gut zu Harrison, Double Melee gegen einen Axe, der auch noch geheilt wird von einem Warlock und der Slow Star. Das ist eine böse Lane, wird wahrscheinlich spätestens auf Level 3 oder 4 halt Kills holen. Die Lanes sehen jetzt wesentlich besser für Navi aus, die Frage ist halt jetzt, okay, wenn Navi nicht zurückliegen, können sie dann überhaupt noch gewinnen? Und wenn nicht, wie sieht's aus in Sachen, okay, können sie von vorne spielen? Navi sind ein Team, die sehr stark auch von hinten spielen können, aber eigentlich können sie auch von vorne spielen, von daher. Würde ich das mal nicht so sagen. Die Lanes sehen bisher ganz gut aus. Navi sehr weit vorne. Die Bottom-Lane funktioniert sehr gut. Die Top-Lane funktioniert in der Theorie noch auch noch gut. Aber halt auch so funktioniert einfach. Die Mitte, ja, ist eigentlich even. 14 zu 11 gegen 6 zu 6. Ja, even ist ein schwieriges Wort dazu. Aber... naja. Wird schwierig. Ja, die schöne Synergie, die hier die EG haben, ist auf jeden Fall der Chen mit dem Tinker zusammen. Weil Tinker hat ja keine Biotis oder so. Kann ihn zumindest halt... ja, da können sie halt irgendwie... muss er nicht mal seine Biotis benutzen, von daher hat er 75 Mana mehr, die er benutzen kann. Wenn das gesandbackt wird. Ja, nevermind. Oder sie können mit zwei Tinkern spielen. Wir haben irgendwie einen Troll, der reinkommt mit den Äxten, einmal wirbelt... die Creep-Effekt macht und dann zurückgeschickt wird. Getest of Faithst wird. Nein, zurückgeschickt wird. Ja, Synergy irgendwie ein bisschen bei EG gerade. Nee. Sie haben Heals, ja, für den Troll. Wenn das halt alles ist, dann... ja, es ist halt alles. 4 muss sie abhauen. Aber ansonsten, Aoi hat es diesmal, glaube ich, ein bisschen besser im Jungle. Wobei, 5 Minuten Level 3 geht so. Muss halt auch immer ein paar Creeps in die Mitte schicken oder so. Macht das schon ganz gut. Spielt halt hier den Puppy-Chen. Weil das, LD hat es mal gesagt, es gibt irgendwie drei Arten von Chens, die es gibt. Es gibt den Chen, der am Anfang halt alles supportet und das ganz gut hält. Es gibt halt einfach den Chen, der halt einfach farmt im Jungle. Und dann gibt es halt den Chen, der halt irgendwie mit Ancients einen Timing-Push macht. Also jetzt kannst du halt auch Split pushen. Oh, auf der Top-Lane. Goblack kriegt Probleme. Jetzt Fnatic ist einfach zu spät. Oh, kommt er nicht rum, hat keinen Tango, sich zu fressen. First Blood für Aoi tatsächlich. Für Aoi, der sich mit dem einen Central Conqueror den Kill hier snackt. Das war nichts von Fnatic, er war sehr stark out of position. Jetzt hier gucken, ob er die Rune bekommt. Allerdings sind da noch ein paar Leute hinter ihm her und Dandy ist halt auch nicht so wirklich frohes Leben, um vielleicht das zu contesten. Sieht nicht danach aus. Mutations kommen deshalb hier rein. Warlock ist da, gibt Dandy die Rune, weil die Top-Lane... die Top-Rune ist leider nicht zu halten hier. Fnatic muss auch zurück zur Base, einfach wegen dem Mana. Ja, okay, dieses First Blood hat die Lanes dann doch ein bisschen zerstört. Universe kommt schnell hin, holt sich dann mit der Haste-Rune halt einfach die Healing Ward und wird uns jetzt versuchen, down zu machen. Venscore, wird es hier down gehen? Nein, ach, ganz knapp. Aber der nächste Fire Spirit. Mal schauen, ob er sneaken kann. Ah, Treffer. Die Healing-Salve sollte ausreichen, ja, ganz knapp. Die Healing-Salve hat sich hier ausgereicht und Universe hat halt auch langsam kein Haste mehr, von daher wäre es da ein bisschen greedy gewesen, da nochmal zu diven. Ja. Naja, außerdem nur so kurz, falls der Stream irgendwie ausgehen sollte, schreibt ein Highlight mich einfach im Chat. Muss ich nur kurz an- ausklicken, sollten 10 Sekunden sein, wo er dann down sein wird. Falls wir, es hatten letzte Mal ja irgendwie Probleme da gehabt. War ein bisschen komisch. Weiß ich immer noch nicht ganz, was passiert ist. Aber mit null Delay ist es ja auch schnell wieder ob. Kein Grund zum Abschalten. Bleiben Sie dran. Und so. Aber naja. Will jetzt ja auch nichts schwarz malen.
Tja, Grafen. Grafenzeit. Es ist langweilig, nichts passiert. Also Grafenzeit 250. Nichts für EG vorne. XP ist bei EG tatsächlich. Mit 1500 kriegen mehr raus, weil sie den Chen im Wald haben. Dual Lanes für Navi funktionieren, aber irgendwie kriegen sie gerade nicht so weit raus. Besonders weil das halt alles von Chen ausgeglichen wird. Es ist halt schwierig, hier das zu sagen. Denn die in der Mitte ist halt auch nicht so das Beste. Wird Sumail da nicht aufhalten können. Der seine Lane doch recht überragend gewinnt. Bottle ist wieder da. Kommen halt mit dem March halt nicht daran. Und schauen erstmal, ob sie die Rune contesten können. Aber Vanscore ist nicht dran. Zieht sich hier zurück. Wie sieht's bei Fnatic aus? Fnatic kann noch ganz gut farmen. Findet hier PPD. Kann ihn hier ein bisschen callen. Zieht ihn sich zurück. Aber wird hier geslowt. Goblack ist halt auch derjenige, der geslowt wird, weil das ist das weakest Link. Und geht hier einfach da ein. Weiß nicht, ob der Call so gut war. Hätte es aufsparen können, dann hätte er halt hier genau in der Ecke, wo sich alle getroffen hätten, callen können. Hätte er wahrscheinlich mehr bekommen. War greedy und jetzt Phoenix rotiert in die Mitte, kriegt tatsächlich den Kill hier noch auf der Corp. Okay. Die Lanes waren gut, aber jetzt läuft es halt aus. Jetzt fällt es tatsächlich für Navi gerade auseinander. Im Gegensatz zu letztem Game. Netwurf jetzt schon. Na, ja, ist kein Unterschied eigentlich. Na, Troll und Axe wandeln sich so ein bisschen um, ja. Bislang noch kein Unterschied hier. Im Networth sieht es genauso aus. Aber Stinker, der fast doppelt so viel für Dandy hat. Ist ja doch schwierig, ja. Wie gesagt, Laser. Ja. Ist halt ein großer Punkt. Oh, und jetzt sogar den Scream dann. Scream Animation kam später als. Weil ich den Scream daneben gemacht, sondern war einfach eine Animation. Denker wird jetzt ein bisschen farmen gehen. Die Stacks sind ja da von Chen. Das ist halt eigentlich ein Nachteil für EG, einfach weil. Tinker keine Stacks bekommt, weil Chen die bekommt, aber Chen holt sie nicht, ist dementsprechend nur Level 5 nach 9 Minuten, kriegt jetzt ein Level 6. Auch wichtiges Timing auf Chen für die Hand of God. Aber hat halt immerhin jetzt Tinker so langsam die Boots of Travel bekommen. 1500, kriegt hier Scream raus, aber keinen großen Scream. Nicht möglich, und Dandy halt auch schön hier durch die Marches geschleudest. Slithered. Im Englischen. Ja, Havorst ist auf der Bottomlane doch schon relativ gut dabei. Farmt ganz gut, was halt ein Vorteil ist. Sobald die Lane Stage vorbei ist, kann er dann wieder hingehen. Phoenix hat ihn auch kurz alleine gelassen. Hat von Items her erstmal wichtige Items. Aber wird hier auch solo gegen Phoenix Probleme haben. Deshalb kriegt er ja auch Supports, Vanscore ist da. Und hat er doch die Healing Ward, wo Phoenix halt nicht so einfach rankommt. Im Gegensatz zu seinem Fire Spirits, die halt doch eine große Reichweite hat und sehr weit schießen kann. Korb kriegt eine Rune, Goblack ist. Ja, Fnatic kriegt ja eine Rune. Oder war das die Folge? Na, ja, keine Ahnung. So, wie sieht es mit Bots aus? 50 Gold. Das wird er wohl jetzt bekommen, haben sie keine Möglichkeit. Fnatic auf der Toplane ist ein bisschen ein Creep skippen. Muss ich aber jetzt dann doch zurückziehen. Hat auch seine Bottle. Er kann lange bleiben. Ist auch gut am Weg für einen Blinkdagger. Allerdings, für die Lane, die er hatte, weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen spät ist. Also nicht zu spät, aber ich weiß nicht, mit einer Solo-Lane gegen zwei Melees, gegen Chen, der sie halt gut ein bisschen überrannt hat. Waren, glaube ich, zwei Chen-Gangs, die halt erfolgreich waren. Konnte er jetzt nicht so viel tun, ist mir noch nicht gestorben. Aber ich weiß nicht, hätte vielleicht ein bisschen besser laufen können für Navi. Aber immerhin, die Bottom- und die Top-Lane läuft einigermaßen okay, die Mitte nicht so gut. Tinker übernimmt langsam die Kontrolle, die Frage ist, ob Tinker dieses Lineup auffällt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das dann quasi in 5 Minuten, wie das aussehen wird, das Momentum. Na, wie wir werden groupen. Tinker wird da sein, Tinker wird Burst Damage raushauen. Wir haben jetzt keinen Burst Heal, wie von Dazzle oder sowas. Und wir haben halt nur eine Healing Ward und einen langsamen Heal vom, ja, vom Healing Word. Shadow Word, okay. Vom Warlock. Von daher sollte der Burst von Tinker eigentlich schon okay sein. Aber es ist halt die Frage, inwieweit sie halt einfach reinlaufen können. Weil Havorst und Fnatic werden halt einfach reinlaufen. Ist halt so. Phoenix Level 8 kriegt aber auch richtig Level. Auf der Toplane. Allerdings geht jetzt Fnatic erstmal down. Noch Goblack. Zu weit hinten. Die erste Rotation von Sumail ist erfolgreich mit den BOTs. Und schon steht es 0 zu 5. Tja. Navi gibt. Na, Navi wird erstmal gecrushed, klar. Der Blinkdagger für Fnatic, es war ganz knapp davor. Das ist bitter. Auf jeden Fall, der Blinkdagger, glaube ich, wird das nächste, oder das erste Item sein, wo
wo sie halt wirklich groupen werden und an und vielleicht in Five Hero Action machen werden. Nicht sicher. Networth geht natürlich weiter runter zu EG, die jetzt halt gerade das Momentum haben. Jetzt haben sie, jetzt ist ihre Zeit. Tinker hat Bots. Tinker ist stark. Und Tinker wird jetzt erstmal Dinge tun. Außer, dass er jetzt erstmal auf die Radiant-Seite jumpt. Okay, wie ist er da hingekommen? Wenn ich es gesehen habe, hat er einfach direkt BOTs da unten hingemacht, weil dann Shen Creep kann sein. Na gut. Aber jetzt, oh, schön, schöner Stunlock auf Dandy hier. Und da kommt er gar nicht weg. TPs kommen hier, aber auch Sumail kommt hier rein. Nein. Okay, das war einfach nur zu spät. Aber halt schöner Stunlock. Als erstes die Trap, dann halt direkt der Centaur rein. Und schönes Phoenix-Egg, was auch den Damage gemacht hat. Hatte Dandy keine Chance gehabt. Vanscore kommt jetzt hier noch down, kommt einfach nicht rechtzeitig weg. Sondern lange nicht Level 6. Und wo ich lange sage, meine ich 25 XP. Noch lange nicht. Der Wurst versucht unbedingt diesen Tower zu bekommen, aber gegen Laser hat er natürlich auch keine Chance. Wird jetzt hier wieder aufgeheilt. Alle Tower stehen noch mit einem Tree. Das ist keine gute. Kein gutes Zeichen. Rubik tatsächlich auf Tranquils, okay. Keine Mana-Boost für ihn. Wahrscheinlich, weil er die nicht bekommen würde. Tja, Sumail übernimmt langsam das Game wieder. Nicht nur der Storm Spirit ist da halt hier gut, sondern auch sein Tonker. Dandy hat einfach keine Chance dagegen. Muss jetzt hier die Rune holen, schafft es aber nicht. Wird low, hat keinen Punkt auf Scream und wird hier einfach von 4 down gemacht. Oh, das ist ein übles Spiel wieder für Dandy. Hatte letztes Game nicht wirklich viel Spaß auf seiner Midlane. Aber hat dann halt es rumgerissen und konnten sie dann halt zu 5 rumgehen. Jetzt 0-8. Sieht nicht gut aus dafür. Eggs kriegt jetzt hier unten einen Pickoff. Sie haben jetzt den Phoenix down bekommen. Ich glaube, das war im Egg. Bin ich sicher. Schauen wir gleich im Fight Recap an, ob der da drin war. Aber, nee, kein Egg. Einfach nur ein erster Blink von Funnic, der hier seinen Blinkdagger zeigt. Das ist halt jetzt die Zeit, wo Navi zurückkommen müssten. Das ist die Zeit, wo sie halt Dinge machen können. Aber mit dem direkten Blinkdagger vom Tinker wird es halt auch noch schwieriger, weil sie jetzt auch dem Call ausweichen können. Tja, Networth zeigt auch schon, wo das Spiel läuft. Aches und Sumail sind so die einigen, die hier halt abweichen. Der Rest ist halt even. Die Carries sind even, obwohl 4 tatsächlich jetzt mit dem Solo-Kill auf Dandy ein bisschen mehr rausbekommen hat. Aber wenn schon. Navi jetzt ein bisschen defensiver. Gucken erstmal, dass sie ein bisschen im Dschungel sind. Rubik hat auch sein Level 6 bekommen, der ja so weit weg war. Und ja, Dandy geht natürlich aufs Orchid, was sehr, sehr gut gegen Tinker ist. Die wollen jetzt hier schön 2 Wards damit. Aber erstmal Roshan. Mit der Army da rein relocaten. Sollte das nun sehr, sehr schneller Roshan sein. Oh ja. Opferfende wird abgelegt. Navi. Wenn sie es wüssten, könnten sie nichts gegen tun. Und der erste Roshan geht in EG. 4 nimmt die Aegis of the Immortal. Und EG. Stehen stark. Sehr schwierig für Navi hier zurückzukommen. Mal sehen. Tja, da bisher passieren eigentlich halt nur Pickoffs. Und Navi liegen hinten, Tinker ist vorne. Das, ja, da gibt es halt sonst nicht so viel zu sagen zu, würde ich sagen. Ist, keine Ahnung. Kann ich nur wiederholen? Nachher mal schauen, was ich sonst noch sagen könnte. Ja, nämlich ein Call unten auf Aoi. Kommen die ersten Center of Conquerors raus, sie kriegen tatsächlich Aoi nicht down. Omni Slash wird benutzt, komplett in den Creeps aufgegangen. Jetzt ist Worcester down. Hand of God geht raus, der Rock fliegt rein, aber es hilft nicht. Und jetzt auch noch schönes Phoenix-Egg. Perfekt gehalten. Rubik kann noch den Hand of God stealen, aber es bringt halt nichts. Funnic hat hier immerhin einen Dank bekommen. Ich habe zumindest gehört, was hat er geholt. Wahrscheinlich schon Chain Creep, um wegzulaufen. 3-0 dieser Trade. Und das, obwohl der Call ganz gut eigentlich rauskam auf Goblack. Nee, dieses Mal ist kein Chain Goblack, auf Aoi. Nicht so gut in der Tower, geht jetzt hier down.
Hat auch die Quap keine Chance, was gegen zu machen. Der Death Ball ist jetzt am Running für EG. Die Creeps werden auch schön geheilt. Mit dem Leaf Seed. Und es geht weiter. EG ist am Rollen. EG werden erstmal nicht aufhören zu rollen. Und auf geht's zum nächsten Tower. Venskor kann versuchen, das ein bisschen zu slowen. Kriegt jemand die Äxte. Aber ja, die bringen halt auch gegen diesen Push nicht so viel. Besonders mit diesen Rocket Swamps. Und jetzt der March. Kommen sie nicht ran, der Tower geht auf jeden Fall an EG. Und der nächste Tower ist reif zum Pflücken für EG. Die gerade einfach nur durch snowballen können. Ihre Helden snowballen, die Tower snowballen. Sieht nicht gut aus für Navi, genau. BBD bereitet sich außerdem auch schon auf der Toplane vor, wenn sie das vielleicht deffen wollen. Könnte ja sehr gut einfach so das reinkommen, aber, woher haben sie den denn gesehen? Haben sie ihn kurz gesehen, wie er da sichtbar wurde, glaube ich. Und da hat ein PBD Problem, macht seine Ulti, aber es scheint nicht. Ah, da kommt Tinker rein. Die Frage ist, ob sie den rechten Down bekommt. Nein, Tinker kommt rein, kann das einfach turnen. Funning muss hier einfach TPen. Zumal wird es noch chasen. Ist kein Tower da. Mal schauen, wie weit er das chasen wird. Ja, nicht weit genug, okay. Sind sie sehr schnell, wenn sie erstmal auch noch nichts machen sonst. Puh. Tja, MVP wäre für EG gerade eigentlich nur der Tinker. Der Chen hat hauptsächlich halt die Ganks gemacht. Klar, hat auch ein bisschen gestackt für den Tinker, aber hat jetzt nicht selber irgendwie die Camps gefarmt. Von daher MVP, Sumail auf dem Tinker. Für Navi. Fnatic hält sie halt, versucht so ein bisschen im Spiel zu halten. Bisher funktioniert es aber einfach nicht. Die Grafen sprechen eindeutige Sprache. Networth 10.000. Und das Gold, das sieht hier eigentlich im Networth-Verteilung gar nicht so stark aus. Es sind nur 2.000 vom Tinker vorne. Aber ja, insgesamt ist es halt so stark. Die Supports, die sehr, sehr arm sind für Navi. Die haben halt den Chen, der im Dschungel war. Den Chen da. Ja. Wir haben den Chen, der sehr viel rausgeholt hat gegen Navi. Aber jetzt die Initiation. Vost findet Aoi. Hat einen Omnislash. Würden ungern machen. Muss noch nicht machen. Der Dank kommt raus. PPD ist da. Aber das Phoenix-Ex ist auch hier. Und jetzt. Oh, Vost ist geslowt. Fnatic kommt da nicht rechtzeitig weg. Der Stun kommt raus. Fnatic geht hier down zu Mail. TP schon wieder zurück. Go Black ist low. Kriegt auch noch den ganzen March up. Und geht hier tatsächlich down. Und wer konnte hier raus-TPen? Vost, das ist der raus-TPen. Konnte gerade so, aber 3 zu 1 Exchange. 14 zu 2 immerhin. Zu 2 meine ich halt, dass sie immerhin 2 rausbekommen haben. Oh, haben wir halt Tinker und... Ups. Ja, ich wollte schon sagen, irgendwie steht das im Fight Recap. Haben wir Tinker unten rausbekommen mit einem einfachen Omnislash. Ups. Dazu mehr nicht aufgepasst. Da habe ich nicht aufgepasst. Das ist einiges an Gold. 900 Gold und 1800 XP für Rost. Immerhin etwas. Aber trotzdem. Es steht gerade Pi im Spiel Navi gegen EG. Und Pi favored nicht gerade Navi. I, das ist Phi. Nein, okay, dann lassen wir das mit Pi und Navi und Wortwitzen. PBD findet Dandy, aber. Ups, ich glaube, er weiß, dass PBD hier ist. Naja, gut, aber hat halt kein Dust, sonst wäre PPD down mit der Double Damage Rune. Oh, der Smoke direkt gebrochen. Wir haben noch gewusst, dass PPD halt irgendwo hier ist. Aber halt direkt der Smoke gebrochen, um zu hoffen, dass sie Tinker finden. Aber nein. Nichts zu machen. Schönes Movement halt generell von PPD gerade auf dem Baum. Auch eines seiner Signatures. So, und vielleicht was auf der Toplane zu finden. Aber, oh, da kommen sie tatsächlich. Sie kriegen den Hit raus. Und jetzt, glaube ich, hat sie mir ein kleines Problem. Kriegt den kompletten Suicide. Ah, hat schon einen Bloodstone. Na gut. Schöner Suicide hat auch von Sumail hier. Wichtige Gold-Denien. Hier 300 Gold verloren, aber das wäre halt auch einiges gewesen. Es ist keine 900 Gold mehr.
Und es wird einiges an XP und Net Worth, was sie hier abgegeben hätten. Schütte den Ei. Aber halt auch diese Worts hier. Okay, warum sind die so ein Worts nebeneinander? Warum hat dieser Wort hier unten keine Vision hin? Ah, weil hier Highground. Okay, ist ein bisschen komischer Wort hier, der. Wer wurde als erstes gestellt? 3836, okay. Ah, okay, wegen dem Highground war es hier anscheinend nicht gesehen. Okay, aber ja, die Worts zahlen sich richtig aus. Gegen Tinker natürlich. Weil der Wort ein bisschen weiter unten natürlich besser gewesen wäre. Andererseits die Frage, wie du da auch hinkommst, ne? Muss, glaube ich, hier unten reingehen oder. Weiß nicht, ob er überhaupt daran kommt. Na gut, Fnatic mit dem Call, aber schnell rausgeblinkt und jetzt sieht es schlecht für Fnatic aus, hier rauszukommen. Und mit schlecht meine ich absolut unmöglich. Fnatic geht down. Ein weiterer Pick-off. Diesmal für Universe. Aber Tinker kriegt halt auch was dabei raus. Degen sollte bald auf dem Weg sein. Wie sieht's aus? Oh, jetzt ist es als erstes, okay. Noch ein bisschen Escape. Tja, Tinker hat dann mit dem Oils eigentlich. Hat tatsächlich auch den Soul Ring behalten. Doppel Soul Ring dann quasi für Tinker, mit, um auf den Bloodstone zu kommen. Aber dann wird er wahrscheinlich den Soul Ring ignorieren und wegtun für den Degen. Und dann die Bottle. Für das E-Play, wahrscheinlich. Aber dann haben wir keinen Hex. Ist ja die Frage, was sie mehr brauchen. Ich glaube, der Damage sollte vorhanden sein. Control ist eher das, was sie brauchen gegen Juggernaut, gegen X. Von daher wird das wahrscheinlich eher ein Hex als nächstes Item. Tja, Goblack hatte bisher noch nicht so viel Impact. Hat einmal den Rock geworfen und der Rock hat nichts gebracht. Tja, ich weiß nicht, ob das gegen Dazzle, ob das bei Dazzle vielleicht eine bessere Wahl gewesen wäre. Finden hier PPD. Oh, und hatten ihn tatsächlich gefunden. Schön gemacht. Hier geliftet mit den Rockets. Wird er erstmal noch stealen? Nee. War halt nicht sicher, ob er Living einmal gemacht hat. Jetzt Re-Engage von EG. So Mail, ein bisschen awkward Blink. Aber ein sicherer Blink. Kann er zumindest nicht chasen, aber mussten sie jetzt auch gerade nicht. Aber wir gucken, ob sie ein bisschen was vom Momentum abbekommen. Ob sie vielleicht noch einen Strangler finden. Aber es sieht nicht so aus. Einfach ein 1-0 Trade. Einen Dreamer down bekommen. Besser als nichts für Navi, die hier gerade für alles sehr stark kämpfen müssen. Tja, Sumail wird bald das Oils haben. Fnatic hat immerhin das Blade Mail, wird ihm einiges bringen, aber Manscore, nee, ist zu weit unten und auf der anderen Seite. Universe kommt rein, versuchen, ob sie was finden können, aber nein, eher zurück. Die kommt keine Flammenanimation für den Icarus Dive, den er gerade hierher gemacht hat. Na gut, dann nicht. Ich dachte, es ist nur delayed, aber nein, es kommt einfach gar nicht. Und Rosh-Time. Mal schauen, Fnatic sieht das jetzt hier. Und könnte eventuell schön reinblinken. Aber Hervorst geht da einfach rein, oder? Ja. Da kommt der Call. Nämlich, wenn Tinker reinkommt. Und war das gut für Tinker? Nein, der Rockets hier rein. Und das Scream. Wunderschöne Nähchen von Navi. Das. Ja, das Eck ist ein bisschen weit zu raus. PPD, schönes Ulti. Wurst kriegt aber jetzt auch den Chen. Troll Warlord geht halt auch down. Dandy ist mittendrin. Aber vielleicht jetzt ein bisschen zu tief drin. Kriegt er down. Oh, und der Laserbeam macht einiges an Damage. Vanscore geht down. Dandy geht down. Overextend von Navi ein bisschen zu weit vor. Fighten jetzt hier quasi ohne Wurst. Der halt auch schon raus ist. Ah, da kamen sie nicht rechts hinweg. Schön Engage. Aber dann halt so viel verloren. Buyback vom Troll. Und EG turnen das Ganze heraus. Haben wir doch tatsächlich knapp mehr rausbekommen. Eventuell war es halt einfach der Call, der ein bisschen zu spät kam. Musste halt, glaube ich, callen, bevor er gestunt worden wäre. Und konnte damit leider nicht genau dann callen, wann Tinker reinkam. Das wäre dann vielleicht noch ein bisschen größer gewesen. Tja, so wie es scheint, geht auch 4 den patentierten Hervorst-Trollbild mit dem Hex. Der sich. Weiß ich nicht, ob er sich genauso gut auszahlen wird, wie für Voss aus den paar anderen Spielen, wo wir schon den Troll mit Hex gesehen hatten. Aber im Prinzip muss er das auch gar nicht so sehr, denn wir haben 7-19. Und Navi ist sehr weit vorne. Was können Navi tun? Können Navi hier wieder noch was tun? Oder ist das Game für sie gelaufen? Die Grafen sprechen zumindest eine Sprache, dass Navi ein bisschen was getan hat. Aber
Ja, auch nicht so viel. Sind sehr weit hinten. Tinker hat das Spiel sicher unter Kontrolle. Kann auch sehr einfach Pickoffs machen. Aber, na, wir sind noch nicht ganz draußen. Wir haben im Rorschach-Fight gesehen, dass wenn sie so zusammen sind, dann durchaus was machen können. Weil jetzt hat auch drei direkt zusammen. Drei Heroes. Und sie konnten halt den AOE, den sie haben, was gar nicht mal so wenig ist, gut ins Ziel bringen. Aber das ist halt auch die Frage, inwieweit das öfters passieren wird. Ja. Da kommt auch Revoster nichts ran. Er ist schnell, aber nicht schnell genug. Die Tower der Verteidigung wird schwierig sein. Aber sie müssen es natürlich versuchen. Ohne Tinker können sie das tun, aber Tinker ist natürlich auch im Prinzip immer da. Können jetzt mal versuchen, ob sie hier was finden. Revoss geht vor, aber findet nichts und geht lieber farmen. Hätte hier Universe gefunden, aber Universe mit dem Blink Dagger und mit dem Icarus Dive ist natürlich recht sicher. Außerdem wollen sie natürlich nicht reinfighten in das Lineup. Denn da wird halt immer ein Tinker sein, da werden Marches sein. Mit einem PPD rumstehen und halt auch ein Chen mit der Army. Wird um die nächste Ecke immer sein. Das ist ein sehr schwieriges Lineup, um für Navi reinzufighten. Es sieht nach einem Stomp aus. Aber ja. Ja, was soll man noch dazu sagen? So geht's weiter. 12.000 Net Worth vorne. Es fühlt sich halt auch genauso an, wie es die Grafen sagen, sind. Gerade sind. Ist halt gerade genau so. Und Navi sind sehr weit zurück, müssen halt versuchen, irgendwas zu tun. Aber es wird schwierig. Der Icon Push könnte jetzt kommen. Es sieht danach aus. Und ja, sie werden zumindest jetzt Highground ziehen. Die Frage ist, ob sie es komplett durchhalten, ob sie den kompletten Tower wollen, ob sie Rex wollen. Wird jetzt von diesem Fight abhängig sein. Recoil wird rauskommen. Da kommt aber der Call raus auf Troll. Wird versuchen, ein bisschen weiter zurückzuziehen. Ist geslowt, aber nein. Warlock musste jetzt aufhören. Das ist das Ding zu Ende. Der Wurst ist drin. Ist tatsächlich gesilenced. Kriegt er hier noch raus. Stream kommt rein, macht einiges Damage. Der Rock kommt jetzt hier rein. Fnatic ist auch mittendrin. Kriegt den Call, den Dunk nicht raus. Trifft tatsächlich nicht. Beziehungsweise hat nicht so viel Damage. Der Wurst ist low. Wurde gestunt und wird hier down gehen. Fnatic kann nochmal schön callen. Wird er hier noch den Kill bekommen? Sieht nicht gut aus. Auch ohne Cunning Blade keine Chance, hier Universe zu bekommen. Doch, Universe geht auf den Power Shot down. Immerhin etwas, aber Sumail ist hier drin. Sumail dived. Und holt sie sich einen Kill nach dem anderen noch. Die Rex sollten hier down gehen und wahrscheinlich sollte das ein GG hier gecallt werden. Die Rex sind auf jeden Fall down. Fight Recap zeigt eindeutig, wer hier die Nase vorne hat. 4 steht einfach drin mit der Aegis. Können sie nichts gegen ihn tun. Kommt da das komplette Hex? Da kommt das fast komplette Hex. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber das ist auch gleich da. Was? Das verstehe ich nicht, Mion, aber egal. Ja, es geht weiter. Nichts passiert, außer dass hier Rex genommen werden. Na, wie kurz vor dem GG. Weiß nicht, ob sie da noch irgendwas gegenwerfen können. Der Teamfight lief nicht so gut. EG waren gut gespaced, standen halt auch richtig, sodass das Chaotic Offering nicht an die wichtigen Helden kam. Auch Fnatic wurde... Er steht ja doch prinzipiell nicht so in zu vielen drin. Sie bräuchten halt jetzt wirklich diesen... Five Hero Call, sie bräuchten einen Five Hero Scream, Five Hero Chaotic Offering. Das ist halt alles das, was sie brauchen und das wird ihnen EG nicht geben. Wenn das Team müssen defensiv sein, die Aegis ist ausgelaufen. Und werden auf die nächste warten, so wie es aussieht. Das ist tatsächlich ein Shiva, kein Hex. Also nicht die patentierte Hervosts Strategie, es ist ein Skadi, was... auch, ja, wahrscheinlich sinnvoller ist. Einfach nur mehr. Sie brauchen halt keinen Lockdown. Sie haben halt genug Lockdown. Sie fighten halt einfach in die Leute rein. Sie müssen nicht chasen. Von daher wären Hex vielleicht... könnten durchaus sinnvoll sein, aber die Control sollte eigentlich von John Chen halt eigentlich auch reichen. Wurst. Ja, wurde hier gesehen, aber... ist hier nicht möglich, für 4 ranzukommen. Das ist auch Wurst selber zu schnell.
Tune, Items. Was haben wir? Voss hat jetzt sein Abyssal Blade. Und auch sonst sind die Items soweit eigentlich für Navi vorhanden. Klar, Rubik wird sein Blinkdagger. Ist schon ganz knapp davor. Ist ja die Frage, ob er ihn noch bekommen wird. Ob er halt den Space noch bekommt. Versuchen die auf der Toplane halt ein bisschen Space zu geben. Ziehen halt die Wave zurück, bis der Fateboard halt wieder auf Cooldown ist. Und dann wird er die nächste Wave farmen hier. Und das ist nicht ganz der Blinkdagger. Na gut, finden jetzt hier PPD? Nein, PPD findet sie. Aber ja, auf EG ist so ziemlich alles da. Aghanim ist auch auf Chen. Mehr Heals und Chen Creeps. Denn das Granitgolem ist halt so das neue große Ancient Creep, was man haben will. 15% mehr Max Life ist halt super krass. Besonders mit so einem Troll, der halt irgendwie 2,4k hat. Und jetzt 2,8, das sind 400 Leben mehr einfach so. Durch eine Aura. Ist halt schon krass. Ja, und dann sonstige Auren, immerhin Life Regen, aber ansonsten halt eher auf Utility Creeps, 1 dann, 2 dann und naja. Na, Hadouken ist auch ganz gut zu gebrauchen, besonders wenn man pushen will. Der Tower sieht wohl nach einem toten Tower aus, beziehungsweise einer kaputten Tower. Bröckelt hier so vor sich hin. Glyphe wird tatsächlich hier benutzt. Okay, keine Hypergrund-Glyphe. Ja, weil wir rein wollen. Ist das eine gute Idee? Kommt hier rein. Call auf 4. Kommt der Stream raus. Aber Stream macht halt kaum was. 3200 Leben für Trollboard hat. Wie sollen sie denn da umzukommen? Rock ist down. Slowing Feed ist down. Funnic ist aber auch schon low. Die Rocks sind hier drin. Aber was wollen sie tun? Universe hier drin. Wird sie halt slowen? Wird sie damagen? Go Black geht hier unten down. Rubik ist auch down. Rubik hatte noch den Icarus Dive gestohlen, aber kommt nicht raus. Und GG Well Played von Gobelek. Nach 34 Minuten Slaughterfest von EG haben sie gezeigt, dass der erste Storm nur Zufall war. Und auch auf jeden Fall gezeigt, dass das Spiel in der Gruppenphase, was prinzipiell ähnlich war, nur ohne Tinker, tja, dieses Mal nicht wiederholt wird. Zumal auf den Ponker doch auf jeden Fall eine Helden auf den man, ja, vielleicht auf den man aufpassen muss. Also hat er bisher halt hauptsächlich den Storm Spirit gehabt und vielleicht einen Shadow Fiend, was so die großen Cores von Smail waren, aber jetzt hat er gezeigt, Tonka ist auch ein Held, der vielleicht auch, besonders in diesem Lineup mit der Control, aber halt auch generell in den Händen von Smail ein valider Held ist. Nun gut, es geht in das Spiel 3 Navi gegen EG in der Dota Asian Championships 2015. In, keine Ahnung, wahrscheinlich, ja, müssen halt umbauen. 5 bis 10 Minuten geht's weiter. Bis dann, bis später.